Ja, Hendrik Thuhl auch im sechsten Heimspiel hat es nicht sein sollen. Es war am Ende ganz schön knapp. Aber woran hat es gelegen, dass es trotzdem nicht gereicht hat hier gegen Alemannia Waldalgesheim? Ja, ich würde nicht sagen, dass es an den individuellen Fehler gelegt hat, wie jetzt vielleicht in den letzten Spielen. Wir haben heute kämpferisch und spielerisch deutlich zwei Schippen draufgelegt. Wir müssen jetzt einfach den Kopf aus dem Sand ziehen und weitermachen. Es nützt nichts, wenn wir uns jetzt nur anmachen und den Kopf runtermachen. Wir müssen weitermachen und weiter gegen Trier punkten. Ja, du sagst schon, Trier hast du früher auch mal gespielt. Was erwartet euch da? Noch ein stärkerer Gegner als heute, denke ich mal. Ne? Aber personell auch ein bisschen geschwächt, ne? Ja, klar, weil das Trier Qualität hat, das müssen wir nicht drüber diskutieren. Wir fahren da hin und wollen alles Mögliche rausholen. Was am Ende dabei rauskommt, wissen wir nicht. Wir müssen viel im Rücken zur Wand und müssen alles rausholen.